Nein, mach dir keine Sorgen, der Pilot des Übeln Morgen, habt ihr euch schon gesehen. Es geht so bis runter, vielleicht auf einer gewissen Höhe zu bleiben, dann nicht zu tief liegen. Dann ist alles schön auf eure Strahlenmesser achten. Wenn ihr merkt, dass das Ding Richtung Orange geht, oder zumindest an Orange dran ist, dann auf jeden Fall Sauerstoff aufdrehen. Ah, schlägt schon ein wenig aus. Das ist Orange, braucht man den Sauerstoff. Ja, genau. Hier geht ja alles noch, ne? Gelb. Boah, das war heiß. Richtig heiß hier diese Zone, leck mich am Arsch. Ah, nimmt schon wieder ab. Sehr gut. Der Grimlock wieder da. Okay. Piloten vielleicht dann auch mal vorher, vielleicht bevor wir dann an der Insel sind, noch mal kurz gucken, ob nicht da vielleicht doch irgendwo feindliche Boote sind oder sowas. Gut, genau, wenn es geht tief rein, dann über dem Meer und dann. So ist der Plan. Sehr schön. Falls Feinde da sind, müssen wir natürlich Gas geben. Ja, ist klar. Ja, ich sag, warum wurde man wieder benutzt? Ja. Kann auch passieren, dass wenn ihr nachher dann irgendwo zurückfliegt oder sowas, dass ihr da schon von feindlichen Hubschraubern abgefangen werdet, also da ein bisschen gucken. Ja. Oh, hab ich vielleicht einfach gesehen. Aber das brauche ich euch ja nicht sagen. So, jetzt am Auto. So. Soll der Grimlock aber langsam zurückkommen? Weit machen zum Absitzen. Ja, was wir hier drehen sind, wir lassen das hier runter. Helfen, Ober, der Verkehrsbund. Sandlock wieder da. Okay, fertig waren zum Absitzen. Fertig, fertig. Grimlock wieder da. Drei, ist er noch nicht. Scheiße. Nee, nee, nee.
Felsen unter uns, ne? Runter. Oder? So nur setzen uns am Wasser ab runter, und über dem Wasser runter, geht auch. Runter. Raus. Ist zu hoch, kann ich nicht. Okay. Bis 5, einmal langsam Richtung 2, 4, 5, die Kette hoch, langsam Feuer frei, verkannten Feind, oben an Kuppe Stellung beziehen, Feind bekämpfen. Aktiv auf 166 Status. Grün. 4 grün. 5 grün. Ich habe einen ablaufenden Feind Richtung 166. Ich bin verwundet, ich muss mich versorgen. Machst du was? Oh, ich mach mal gerade selber. Hier ein Helikopter, ein Verbündeter abgestürzt. Ich konnte noch abspringen. Pilot am Boden. Das war scheiße. Warum auch immer das Soundtrack war. Krimlock, bist du da? Ja, bin gerade wach geworden. Seht ihr was? Angebrochen. Ihr nichts seht, ja, vorrücken, nix. langsam vorrücken, 180. Ein Ausfall. Ja, Feind links. Ja, wer auch immer da vorne ist, zurückkommen, zweimal zurück. Feind hinter euch. Viel zurück. Direkt hinter euch im Rückraum, zwei Feinde, Achtung. Haben wir einen Ausfall hier. Ich hier eins bin in Eigenversorgung. Ne, das ist ein Feind, Entschuldigung. 5 ist auch in Eigenversorgung, 3 ist auch in Eigenversorgung. Ich glaube, ich erstmal gleich meinen Rucksack. Für Versorgung, Moment. Blut.
positiv. Oh, Schlag, wie sieht es bei dir aus? Verwundungsstatus? Alles grün, alles cool. Oh, krasser Scheiß. Okay, warte. Ja, trotzdem mal ein Pflästerchen. Sanitätsmenü, das ist genau. Ja, 180 Grad. Abbrennung. Jetzt nicht mehr. Opten, komm mal her. Ich versorg dich mal kurz. Jetzt, ja, ich hab erstmal sogar dicht. Ja, ich bin dran, Moment. Der 1 wieder Status grün. Gut, 1 und 2 Sicherung aufbauen Richtung Nord. Eins geht Richtung Nord. Ben passt jetzt wieder an. Na, 3, 4 könnt bei mir bleiben. Ich mach gleich Versorgung. Hier sichert West. Oh, das war mal ein geiler Überfall. Ja, was ist mit dem Piloten? So, Grimlock ist weg. Ja. Du bist durch. Raus, komm mal her, dann mache ich bei dir auch mal kurz Pflästerchen. Und Paula, dein Status? Gelb-grün. Dann kommst du jetzt mal zu mir. Okay, Paula, Robben. Ja. Gebe Sicherung auf. Einmal da hoch Richtung 280, dort Sicherung aufbauen. Raus Richtung 280 mit dem Robben mit. Okay. Oh ja, bei dir braucht es ein bisschen. Sind aber bissig, ja? Ja. So, ich nehme meinen Rucksack mit, dann lauf einfach ein bisschen langsamer. Ja. Okay, okay, du bist durch. Gut, alles klar, auf geht's. Okay, 1, 4, 6. Bitte Route planen. Wir wollen zum entsprechenden Radarturm von unserer Position aus 300 Grad. 311 Route planen und dementsprechend Aufstellung nehmen. Hier 1, ich benötige noch einen Sanitäter, ich habe einen gebrochenen Arm. Damit ich komme. Ich habe entschieden, meinen Rucksack mitzunehmen. Weil es dann doch etwas schneller passieren kann. Was hieß Heli-Absturz? Das heißt, unser Heli ist abgeschossen worden. Ja, ich weiß nicht, Pilot war auf einmal, ich bin gerade wieder zu mir gekommen. Ich weiß nicht, was passiert ist, der Pilot ist auf einmal umgekippt und das letzte, was ich gesehen habe, ist, die war einfach nur runtergegangen. Also ich konnte noch letzten Moment die Tür aufreißen und aus dem Truck rausgehen. Ja, okay, ist klar. Alles klar. Ja, ansonsten würde ich mich halt auf der auf der Ostseite der Inselwelt lang gehen durch die Wälder. Das bietet uns gute Deckung. Ja, auf jeden Fall langsam durch die Wälder durch und dann gucken, dass die Wälder einen Schutz bieten. Vielleicht dann vielleicht dann an der Küste entlang. Ja, Adler, die Küste ready for takeoff. Wir sind im Luftraum. Auto Helikopter? Eigener. Unterwegs. Eigener. Achtung, Achtung, feindliche Mi 24 bei uns, direkt über uns. Feindliche Mi 24 brauchen dringend Luftunterstützung. Okay, Jungs, weg hier, Richtung 320, 320, unter die Wälder. Wir kümmern uns drum, Adler, Ende. Ja, eins nicht so wegrennen, dementsprechend Stellung beziehen, gucken, dass du den Kopf unten hältst. Du weißt ja, was passiert, wenn das Ding wiederkommt und uns anvisiert, ne? Ja, deswegen will ich auch in die Wälder hier vor mir rein. Felger, ja? Wollen wir die Rucksäcke hier irgendwo ablegen und die Stellung markieren? Gute Deckung und wir haben gute Wollte ich vorhin eigentlich machen, das Problem ist nur, ich habe ja gerade eben schon gutes Sammelmaterial gebraucht, wenn dann da vorne die Hütte, die ist ganz praktisch. Ja, ich habe sogar eine Spraydose dabei, da können wir dann noch voll das geile
Kreuzchen drauf machen. Sehr schön. Köpfe runter, Köpfe runter. Heli kommt wieder. Frage, wer von euch hat noch einen zweiten Rucksack dabei? Ups. Der Feuerwehr. Ja, unser Tiger. Ah. Den sollen wir hier irgendwo lassen jetzt, oder was? Alles klar, also alle, die einen zweiten Rucksack dabei haben, auf 288 Holzverschlag. Dort rücken wir jetzt vor, legen dort unsere Rucksäcke ab und machen dann weiter. Auf geht's, der Rest sicher drumrum. Hier eins bin schon vor Ort. Ja, perfekt. Jeder, der keinen Rucksack hat, mit Vorrücken, da ist rechts daneben so ein Holzstapel, dort Stellung beziehen, sich aufbauen. Adler für Keiler kommen. Ah, ja. Melde mich jetzt aus dem Funkkreis ab, da ich meinen Rucksack ablegen muss. Kommen. Ah, ich verstanden. Wir stehen im Vorkampf mit Mii und feindlichem Boot. Wenn was ist, melde sich. Also mit Bekämpfung frei für Adler, für sämtliche gepanzerten Hartziele, Boote und Luftwaffe. Ja, habe ich so verstanden. Trennung, Mii ist ausgeschaltet. Alles klar. Schlag. Ja. Du solltest vielleicht nicht dein kombiniertes Atemschutzgerät ablegen. Ja, ach so, das, warum? Nicht deinen Rucksack ablegen. Das kombinierte mitnehmen, ja. Kontaminiert. Den Rucksack ablegen, genau, den jetzt auf hat. Nicht die einzelnen Sachen. Ja, genau. Und jetzt dein Dekon auf dem Rücken. Markiere auf Karte unsere Ausrüstung. Okay, soweit einsatzbereit, alle nur noch mit kombiniertem Atemschutzgerät. Positiv. Positiv. Dann Grimlock, auf geht's. Route aufbauen und vorrücken. Ah, eins geht. Komm, zwei hinterher. Da, links. 43. Ah, ja. Los geht's. 3 geht. Raus, du bist die 5. 5 geht. Du musst auf der linken Seite laufen, du bist ungerade. 1 Geschwindigkeit erhöhen, solange es nicht sich zulässt. Ja, jetzt so mit, jetzt marsch, marsch. Natürlich in Kamperburg. Ja, bitte alle zweimal C drücken für Kampfgeschwindigkeit. Dann das Gewehr gesenkt halten, dann hast du die gleiche Geschwindigkeit. Im Sprung auf Marsch, Marsch über die Freifläche. Sobald orange, ne, nicht vergessen Sauerstoff. Also sobald von orange auf rot, Entschuldigung, von gelb auf orange dann Sauerstoff auftritt. Alle, die es noch nicht kennen, können ja nur erstmal warten, um den Effekt mal zu merken und dann den Sauerstoff auftritt.
Private. Frage, nimmt der gerade die ganzen Patrouillenboote raus oder was? Positiv. Damit hier einzig habe Sicht auf den Radiotower. Okay, dann mal langsamer werden. Ja, langsam vorlaufen. Hier einzig wollten gerade so noch mal melden. Achtung, Zeiger kurz vor der orangenen Markierung. Wie gesagt, alle, die den Effekt noch nicht kennen, einfach mal ins Orangene laufen, dann feststellen, wie der Effekt ist und dann Sauerstoff aufdrehen. Klaus, wir laufen langsam. Steuerung C war das, glaube ich. Hier ein Sauerstoff auf, Sauerstoff auf. Feindliche Chemie westlich. Frage unter die Bäume runterziehen. Ich weiß nicht, wo der hinfliegt. Links von uns. Mal langsam weiter. Wenn ihr einen Sauerstoff aufgedreht habt, müsstet hier oben links O2 stehen haben. Vorne kürzt noch. Okay, alle Effekt mitbekommen, alle Sauerstoff aufgedreht. Jawohl, alle Sauerstoff auf. Effekt auf geht's weiter, Krim. Freiflächen immer im Sprung, Freiflächen immer im Sprung. Ja, eins, rote Zone. Achtung, fein voraus, Nahbereich. Überfall vorbereiten. Patrouille voraus, Nordwest, zwei Mann, drei Mann. Wir gucken in unsere Richtung, aber haben uns nicht bemerkt. MG, hast du Sicht? Negativ. Laufen jetzt rechts. Nordwest, 320. Immer Patrouille, läuft nach rechts. Fertig zum Feuerüberfall. Eins breit. Feuer. Noch aktiv auf Freifeld, 320, 321, zwei Stück. Eins von links.
Achtung, Feind Richtung Nord ist noch aktiv. Schuss jetzt aus Südwest, konzentrieren auf Südwest. Feind auf 225, 225. Status. Eins grün-grün. Drei grün-grün. Drei grün-grün. Vier grün-grün. Fünf grün-grün. Perfekt. Oh, Nordwest, Nordwest. Keine Einsicht. Keine Sicht. Nach links verschieben, MG. Ja, eins markiere links. Ja, Klaus, gebe eins mit. Ja, eins hat geworfen. Scheiße, wieder Südwest. Frage, Feindkontaktgruppe sich von euch südwestlich in der Lage zu bekämpfen, wenn gewünscht. Ja, aktuell nicht. Wie sieht's mit feindlicher Luftwaffe und Booten aus? Aktuell alles sauber. Also mitteln erstmal halten. Verstanden, Adlen. Okay, Truppe rücken ab, langsam ab Richtung 330. Hoppen hilft ihm? Gut. Mach gerade den Kopf dicht, aber ich habe nicht viel Verbandsmaterial. Ja, 1, 2, 3, Richtung 330, ca. 100 Meter verlegen, dort Stellung beziehen. So, erstmal dicht. Ja, es ist starke Schmerzen, kriegst noch kurz ein Morphin. Ja, 1, Zielgebäude in Sicht. Eine Wache linksseitig in Sicht. Geht klar, mitkommen. Bekannt. Auf mit Zeug. Neben dem Haus. Neben dem Haus und das ist die Ecke unter diesem Balkon oder was das ist. Stimmt, ja.
kann kein Flugzeug überleben. Also. 1, 2 und 3. Ihr verschiebt jetzt ein Stück weit nach rechts. Guckt, dass ihr das ein bisschen rechts ablaufen könnt und euch dort in Stellung bringen könnt. Oder dann habt ihr vielleicht auch einen Blick auf den Eingang. Ja. 4, 5 und 6, wir bleiben hier. Wir halten das Ganze hier im Auge. Wo bin an dir dran? Da, 2 und 3 sind los. Richtig. Hinter uns. Und 2 rechts ab. Ja. Aula, komm vor. Klaus, siehst du die 2 da oben? Negativ. Dann verschieb dich ein bisschen nach rechts, da sind 2 Typen am Haus. Sind hier aus einsehbar. Jetzt. Ja. Behalte den Blick. Feindbord! Wurden aufgeklärt! Feuer frei, Feuer frei! Achtung, Kreuze! Schussrichtung! 3,50! Aula, Klaus, links vom Haus sind wieder welche. Rücken der Feind 20 Grad, 1, 3, 1 bis 3, Meldung. 1, Feuer auf die Spätchen in den Bäumen. In den Bäumen? Genau, Feind voraus in den Bäumen, auf Nord. Auf 20 bekämpft, jetzt auf 15 noch Feind. Aber wenn es zu heiß wird, ausweichen, ausweichen. Achtung, weitere Kräfte auf Nord. Irgendwo da oben ist was. Verschieb dich ein bisschen. Ja, direkt da oben ist einer. Truppstatus. Rückwärtig ausweichen. Weiterer Beschuss aus Nord, nicht einsehbar. Oder weiter zurück, hierher. Holla, bleib da stehen. Komm hier rüber. Hier, komm, direkt vor dir, komm. Ach du Scheiße, ich bin an dir dran, du sicherst.
die Lage da drüben im Griff? Ja, 1, Status gelb. Achtung, Becker, ihr werdet laufen aus rechts. Ja. Scheiße. Oh nein, 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 scheiße. Der lebt noch, der Sack. Der Schlag kommt, wenn ihr mich hört, kommt von dem Waldrand, wo ich gerade bin. Ich bin hier jetzt schon wieder am Waldrand. Das Birkenquellchen. Ja, Status hat Munition rot, Gesundheit ist auch so orange. Scheiße! Ausfall, Ausfall! Nebel raus, wir rücken ab, ausweichen, ausweichen, Richtung 130. Ausweichen, ausweichen, 1, 3, 0, weg, weg, weg. Ausweichen, ausweichen, mir folgen. Wundet Paula dabei, bewusstlos. Zwei wahrscheinlich ausgefallen. Negativ, zwei Runden zurück. In welcher Höhe bist du? Welche Höhe? Also ich bin jetzt gleich bei den anderen. Das war schon. Adler für Keiler, hörte mich. Positiv. Adler für Keiler. Adler, Adler für Keiler, Keiler, kommen, kommen. Oh, Scheiße! Weiter aus, wir weichen weiter aus. Ja. Arschkrampf. Was ist mit der einen Mann da oben noch liegt? Ah, weg hier, weg hier, weg hier. Weichen aus Richtung 1, 2, 5. Trupp nochmal Status. Ein Status gelb. Ah, das Problem, ich habe hier den Kollegen Paula. Ja, bitte, ja. Such den Paula wieder zu beleben. Becher, ich habe noch einen riesen Problem. Ich habe das ganze in die Leere geschossen. Oh, schön. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange anhalten wird. Ja. Ja, ja, okay, gut, das können wir gleich nochmal. Ja, ich versuche gleich nochmal Adler zu erreichen.
Nee, das Ding ist halt gut bewacht. Die Gegner kannst du mit dem Kopfschuss ausweichen. Weg, wo seid ihr? Ausgewichen, ausgewichen, Richtung Süd. Entschuldigung, Richtung Südost ausgewichen. Der lebt noch. Der lebt noch. Ich drück ihm mal eine Blutfantasie rein. Ne, bin ich, läuft schon. Ich bin gerade an HLW. Sicher du lieber mal. Ja. Adler für Keiler, komm hin. Dafür habe ich bestimmt irgendwas Wichtiges vergessen. Adler für Keiler auf Zugführung, kommen. Ah, hört. Aber wir sind gerade ziemlich angeschossen worden. Ich habe Probleme, ein MG ist leer, sprich Nachschub. Und wir haben feindliche Kräfte auf Nord, unbekannte Stärke, mussten gerade ausweichen, da zu großer massiver Druck durch Infanterie. Ja, ich verstanden. Frage, was Sie lieber erst Nachschub? Sollen wir Feind werfen kommen? Ah, ideal, Nachschub in unserem Rückraum Richtung Südost und gegebenenfalls beim Überflug vielleicht noch ein paar Gegner wegnehmen im Norden, aber bitte nicht das Gebäude. Ah, machen wir so, alles ganz lassen und das Gebäude auch. Nachschub kommt in 10 Zoll. Also mit das ist das Wasser. Pass mal auf, da vorne rennt noch der Klaus Albert rum, nicht dass er euch in die Schussbahn gerät. Genau. Okay. Ja. Ja. Irgendjemand kommt hier links gerade von uns. Ja. Schlag, du solltest mal dringend deine Tourniquets abnehmen, sonst hast du immer ganz dolle Schmerzen. Ja, ich brauche auch gleich mal einen Sunny. Ja, ich drück dir gerade ein bisschen Kochsalz. Ganz schön gefressen, da. Ach, da kommt irgendjemand direkt auf. Ist nicht unbedingt ein eigener. Ja, das ist. Entspannt hier lang. Guck doch auf den Sitep. Okay. Guck auf den Sitep. Sehr schöner Schuss. Okay. Klaus Albert müsste eigentlich wieder dran sein, richtig? Jawohl. Perfekt. Das ist richtig. Ich bin. Paula, warum blutest du jetzt schon wieder? Ich hab dir doch gerade dicht gemacht. Ja, ansonsten. Ja, Sauerstoff auf, Leute. Baker, hier Grip-Frage, wieder derselbe Weg oder diesmal einen anderen Weg? Such denselben nochmal, ja. Ja, selber Weg nochmal. Oder rechts an der Küste entlang und dann den Berg hoch. Aber Berg hochkämpfen ist immer scheiße. Dann muss ich jetzt sagen, entweder links durch den Wald oder rechts an der Küste. Ja, komm, geh rechts an der Küste lang, versuchen wir es darüber. Das Boot ist ja soweit ausgeschalten, an der Küste entlang und dann gehen wir den Berg direkt auf das Ding zu nachher. Einfach aus 33. Hat es nicht bemerkt. Kommt langsam auf uns zu. Steht Feuer, jawohl. Bald bekämpft. Ich hab einen Schuss gehört. Ich höre da. Nein. Jetzt geht. Oh Gottchen, komm es. So. Alter Mann im Krieg. Unterhalb bleiben. Ja.
Wald ran, ab dem Wald dann Marschgeschwindigkeit. Helikopter, linke Seite. Gegebenenfalls eigener. Konzentrieren Sie sich hier auf das hier, Richtung 300 dann hoch. Ab primäres Ziel 290, die Antenne. Schwenken auf Marsch, Gewehr im Anschlag. Fächern auf, Schützenrudel. Das große Gebäude sicher oder liegen lassen? Das ist unser Hauptziel. Umgebung sichern, dann Gebäude sichern, ins Gebäude eindringen. Ja, Achtung, hier eins, ich kann jetzt in das Gebäude eins, in die Lagerhalle oder Werkzeughalle. Ja, Wissenschaftler in Sicht, Wissenschaftler in Sicht. Weißer Schleimschutzanzug. 1 und 3 ins Gebäude rein, MG bleibt draußen sichert. 1 liegt rein. Erste Lagerhalle sicher. Ja, Klaus, halt mal die linke Kante hier sicher. Einfach hier bleiben, halten. Danke, ja. Jeden Raum sichern, rechter Raum, rechter Raum. Kartenraum, wieder eingefangener Wissenschaftler. Links sichern. Rechts. Antennenraum oder irgendwas? Ja. Links ein Raum mit der offenen Tür. Hinter dir? Hier sauber. Da war noch eine Tür gewesen. Oder? Ja. Dann wollen wir nach oben gehen. Okay. Öffne Tür. Sauber. Ausgang nach außen. Ja, lass mir erstmal. Ich hab einen Laptop gefunden. Hier auf der linken Seite. Hier oben sicher. Gebäude sicher. Hier drinnen 3-4 Wissenschaftler, dementsprechend diese Wissenschaftler auch festsetzen. Hat jemand Fußfesseln, Handfesseln und was? Ne, du kannst lieber festnehmen gehen, aber Scrollrad. Auch ohne Fesseln? Scrollrad. Ah ja. Festnahme, ne? Ja. A2, komm mal rein. Festgenommen. Sollen wir sie da draußen schon mal stellen? Guck mal, dass der die Handschellen noch hat. Genau. Den hier festnehmen, also Scrollrad festnehmen und dann gegebenenfalls mal mit Handschellen versorgen. Eskortiert ihn mal nach draußen. Ja, ich kümmere mich um den hier. Unter die Hütte. Ich kann meinen auch nicht mehr bewegen. Loslassen und dann neu. Ja, ich glaube auch. Ja. Aktion, ansonsten, ich habe noch Kabel mit dabei, zwei Stück. Ne, die haben wir schon festgenommen. Das ist, die wehren sich nur ein bisschen, die Säcke. Wir können ja auch hier in die Hütte stecken.
nee, nee, die müssen wir jetzt eigentlich runterbringen zu den Helis. Oder zu unserem Heli. Okay. Na, sieht's mir mit Sauerstoff aus. Hey, ah, geht noch. Fort mit dem roten Kreis. Ja. Ey, aber das reicht tatsächlich, wenn du deinen, wenn ja, du deinen, wenn du dein Sauerstoffgerät ablegst und wieder aufnimmst, weil meins ist wieder fast voll. Ja. Bitte nochmal in den Raum reinkommen, in den, ja, linken, wo der Laptop drin ist. Hier sind noch Bilder. Na, hast du die Aufgabe gelesen? Ja, ist der frei. Noch Bilder mit dabei, die siehst du ja hier gerade. Ja. Und ja. Sieht nach Hafen und Bahnhof aus, ne? Ja. Mhm. Wo könnten das sein? Elektro. Steht ja vom Text her schon da. Ja, Elektro, genau. Also nehme ich mal an, hier Bahnhof, Hafen. Mal kurz gucken nochmal. Das war bei einer Gabel. Das könnte hier hinten sein. Ja, irgendwo hier Zielgebiet, ne? Ja. Okay. Gut. Soll irgendwas für die Sprengung vorbereitet werden? Hier sprengen wir nichts. Hier gibt es ja nichts zu sprengen. Okay, wir hier auch nichts sprengen, wenn die hier an atomaren Sachen rumbasteln. Was denn hier? Hm? Okay. Ja, ist eine Anleitung. Klar, die fangen im Feind, Nahbereich! Wow! Wir müssen dann eh noch die Gefangenen eskortieren, haben gerade Feuerkampf. Ja, gut, 170, so, 170. Ja, eins, was haben wir die Lager alle zurückziehen? Ja, um Wissenschaftler. 1, 2, umlauf das Ganze Richtung West. Shit. Schießen, wenn er auch wirklich trifft. Siehst du was? Nee, nix. Die anderen sind ein bisschen höher. Bin ich in die Senke. Rechts drauf. Status? Grün. Ich hab den Eingang. Ah.
4545, bringt euch mal in Stellung hier runter Richtung Südost. Stellung. Achtung, Feind jetzt aus 145. Den rechten habe ich, den rechten habe ich. Dann hier eins, Achtung, Sauerstoff, nur noch ein Drittel vorhanden. Wir müssen eh gleich gucken, dass wir hier wegkommen mit den Geiseln. Okay, 1 und 2, 1, 2 und 3, ihr geht Begleitschutz. 4, 5 und 6 nehmen sich jeweils eine Geisel. Eine Geisel, lieber. Somit Frage, was ist die Abmarschroute? Abmarschroute, wir rücken wieder runter zu unserem alten Evac-Punkt, aber bestenfalls 125 grob. Alles klar, somit wir werfen jetzt einen Feindkontakt ab und gehen wir Richtung 125. Mit. Klaus, du bist getroffen, so wie es aussieht. Ja. Ah, Feind auf 165. Warte, ich bin dran. Ach du Scheiße. Geht das Ding Kontakt werfen? Es läuft bei Blut. Tönig hier am Arm, kannst du dir abmachen? Alles klar, hier eins sind bereit zum Abmarschieren. Du bist bereit zum Abmarschieren. Okay, Klaus, steh auf. Wir haben hier Wissenschaftler. Ja, dann nimmt der Robben halt auch noch einen. Klaus, okay, steh mal auf. Sekunde, ja. Müsst ihr hier den hier ja. Einfach mit Fremdinteraktion Gefangene eskortieren? Ne, den hier. Links, links, links. Links, links, links. Links, ja, geradeaus, den da. Auf die Hüfte gucken, linke Windows-Taste, eskortieren. Baker, schon ja. Sicht auf die Beweismittel gehabt? Und, ja, wir haben ja schon, wir haben schon gesichtet. Oh. Aufgabe ist aktualisiert. Auf Karte markiert das Einsatzgebiet, wo die Bomben sind. Das Ding ja auch noch verminen, oder? Nee, das ist mir zu gefährlich bei dem, was die hier experimentiert haben. Oh, okay. Weiß man nie so genau. Okay, wir sind soweit, Grimm. Kai, wir nehmen ihn. Ich marschiere mal Richtung Osten ab. Dann gehen wir unten, unten am Strand gehen wir lang sozusagen, an der Senke. Ja. Ja, perfekt. Macht uns einfach raus. Okay.
Hör doch auf! Feind bekämpft, können weiter. Weitere Feinde voraus. Zwei nach vorne, zwei nach vorne. Hat zweimal bekämpft. Da steht er. Richtung Ost. Nehm hier, ich nehme schon mit. Ja. A1, Munitionsstatus gelb, nur noch ein Magazin vorhanden. Musst du genauer treffen. Ich mach schon Kopfschüsse. Ja. Adler hier, Keiler. Ja, hallo. Frage, könnt ihr uns irgendwie unterstützen? Wir versuchen hier gerade wegzukommen, kriegen immer wieder anlaufenden Feind aus Nordwest. Ja, schwierig. Wir haben nichts außer der P8 kommen. Hervorragend. Ich denke, der ist geworden. Meine Geisel, da oben. Der Rest 3, 4, 5. Okay, grün. 3, grün, rot. Habt ihr eure Geiseln? Unsere Tier ist 3. Patrouille niedergeschlagen und die Kalaschnikows geklaut. Wir könnten gegebenenfalls zu Fuß unterstützen. Klaus, weiter rechts, Klaus, rechts, rechts, rechts. Am Strand entlang. Ja, wir kommen jetzt dann auf euch zu, am Strand entlang. Ich hoffe, dass wir keine weiteren Kräfte im Rücken haben. Ja, ich verstanden, Aufnahme wird sichergestellt durch Mirros. Baker, hier, grüß nochmal. Vorschlag, wir könnten da abgeholt werden, wo wir die Stimmung vom Strand, vom Strand, vom Strand! Lauf durch, zieh durch, zieh durch! Klaus, laufen! Hier ein Strand sicher, wir können weitergehen. Eins, zwei, ihr wartet auf den Klaus, bis der durch ist. Ja, somit, ich wollte gerade sagen, wir machen schlusslich, ihr geht vor und Adler kann euch ja dann entgegenkommen.
hier eins, da Sauerstoff wird knapp. Wir müssen uns beeilen. Ja, wir sind dran. Die mit den Geiseln schwenkt auf 170. Heli anrücken, Südwest. Feindlich, Mi-8. Halt im Rückraum, durchziehen, durchziehen. Ja, weiter Richtung 120, 120, laufen, laufen, laufen. 120. Ja, hier eins gelbe Zone, wir können den Sauerstoff wieder zudrehen. Vergrimmt? Ja. Die Frage ist, der Klaus Albert bei euch? Gut. Da links, du bist weit rechts. Ja, 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 ja. Gut, sieht gut aus. Den unter Beschuss, gell? Alle direkt raus, weg vom Heli, warten. Raus, 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 raus. Ah, hier eins, ich hänge hinter der Klappe fest. Raus. Weg, 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 auf geht's, weg, weg, weg. Ja,
Okay, wir sammeln uns Richtung 100 Grad, 100 Grad an dem Gebäude. Die Jungs, die zwei, nein, nicht weiterlaufen, nicht weiterlaufen. Klaus und wer auch immer da vorne noch mit war, zurück. Ich glaube, das war Paula. Jawohl, ist auf Weg. Wollen wir einer kurz noch ein Pflaster geben, ich zitter. Warte. Blechbing hat mich geärgert. Du brauchst kein Pflaster, du brauchst Morphin. Nee, gib mir bitte ein Pflaster. Pflaster? Achso, ja, warte mal kurz. Ich hab hier noch so ein Pflaster, vielleicht bringt das ja was. Geh mal über den Hafen rein, dann ändert sich die ganze Lage ein bisschen. Oh. So, alles klar. Über den Hafen, warte mal kurz, wo sind wir eigentlich gerade? Wir sind hier. Gucken. Achso, ja, es ist ich gerade. Mhm. Willst du direkt Richtung Hafen gehen oder willst du erstmal Richtung Norden über die Hauptstraße? Nee, wenn wir schon da unten sind, dann gehen wir über den Hafen. Okay. Dann versuchen wir über den Hafen hier mehr oder weniger nach oben zu kommen. Und hier dann oben ins Hafengelände rein. Ja. Ja. Los. Ja, eins geht. Also den Rücken ab Richtung Ost, Rücken dann übers Hafengelände, versuchen dann von dort aus über an den Bahnhof zu kommen. Straße runterkommst. Alles richtig hier. Krieg mal mehr Richtung 100, 110. Wie möglich erstmal diese Bahngleise daran oder was auch immer das ist. Einfach raus, rechts auf den Steg. Oh! Treffer. Auf den Kran, auf den Baukran voraus. Einer ist runtergeklettert. 1 und 2 halten Stellung. 3 bis 5 vor. Eins und zwei feuern. Ja, eins unterdrückt kann ich wirken. Oh. Shit. Scheiße. Sind diese Wichser? Auf dem Baukran. Ah, fuck. Ausweichen nach Nord, auf geht's. Weit Richtung Nord am Gebäude. Scheiße. Ziel orange das Gebäude. Grünes Gebäude, ins Gebäude rein, dort verschanzen.
Feind frei. Scheiße. Rein, 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 rein. Versorgung im ersten Stock. Im ersten Stock verschanzen. Alles gut, alles gut. Sicher, du. Jawohl. Sicherung und nur die Leute reinholen. Hab ihn. Wir hatten auch noch gerade Beschuss aus der anderen Richtung. Aus dem rückwärtigen. Aber. Ihr seid doch an der Keimauer. Nein, negativ, negativ. Richtung Nord, wenn du Richtung Nord gehst, hast du ein grünes Gebäude, da sind wir drinnen. Von dir aus gesehen, Nordwest, Nordwest. Der Zustand sieht aber nicht so gut aus beim Klaus. Nein, bin beim Klaus dran. Neue Rauchwand bildet sich. Könnte vom Feind sein. Guck, dass du rüberkommst ins grüne Gebäude. Nordwest von dir. Ihr lauft richtig, ja, ihr lauft richtig. Oh Scheiße, Feind. Nahbereich, Nahbereich. Es war eigener, eigener. Dann geht mal rein. Ich hätte unten die Tür. Jetzt wird grün, okay. Rein, komm rein. Wer verwundet ist, einmal hoch. Ja, hier gucken wir da drauf, die Tür kommt man da auf. Hier, warte, wir machen mal eine Kreuzsicherung. Alles, was von rechts kommt, muss ich sehen. Warte, raub denn! Nein! Runter! Kopf runter! Da läuft er. Dann knall ihn ab zur Not. Können wir aber uns dann gleich Richtung Nord vor. Ja, Richtung Nord. Aber warte, 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 wir müssen erstmal gucken. Genau das. Wenn du rausgehst, gleich rechts an der Mauer, da steht einer. Granate? Ey, keine Granate. Kannst du versuchen. Wenn du es schaffst. So, wir haben noch mal eine. Hopp, nach da hinten, hinter der Mauer. Okay, Status 1 beginnen. 1 grün grün. Ja, wir vom Haus gehen gleich nach Norden. Du scheinst gut zu gehen. 3 grün grün. Okay, pass auf, wir gehen gleich links raus. Dann zum Gebäude gegenüber. Dort sicher. Ja, Richtung Nord. Links raus. Hier links raus und dann direkt rüber. Das Gebäude gegenüber, alles klar. Nein, nicht das hier, sondern links raus und dann geradeaus vor das Gebäude. Okay. Dann wirst du auf der anderen Straßenseite oder was? Links raus über die Mauer. Okay. Nee, nimm gegenüber. Rot. Hier, einmal da. Scheiße, rückwärtig. Uah. Feindbeschuss aus Süd und aus Nord. Klaus?
Kannst du dir... Boah... Weit anrücken, Südwest über den Bahnsteig. Und aus Nordost. Um die Kameraden oder so, ja. Massiver Feindkontakt immer noch auf 210, kommt jetzt über die Bahnstrecke rüber. Frage, sind noch eigene Kräfte vor der Tür? Negativ. In deinem Kopf. Einen down oder alle da? Meldung. Eins grün, keine Munition mehr. Bei drei grün. Vier grün. So, wenn du rausgehst, genau. Die Tür zu machen. Hol dir eine Feindwaffe oder sowas, Klim. Wow, von einer anderen Richtung. Und von Süden wahrscheinlich auch. Nein! Ausfall! Mal.
ihr irgendeine Chance, dass ihr aufs Gebäude gegenüber kommt? Wir werden überrannt, ich komme hier gerade im Block. Knall den ab! Scheiße! Achtung, Gegner kommen Stockwerk hoch. Ich kann nichts mehr machen, ich hab keine Munition mehr. Das ist ein Feind. Oh nein. Auf der rechten Seite ein Wachhäuschen. Ja, wir kämpfen, wenn möglich. Angeschossen, Achtung, Feind kommt rechts aus der Straße raus. Oder pass auf! Geh zurück, dann kannst du dich zusammen. Hier. Hier, wo rennst du hin? Gesehen. Da ist vielleicht das Kopftrefferchen. Schmerzen müsstest du aushalten. Ist klar, weiter vorrücken, linksseitig bis zum nächsten Haus. Dann an den Bahnschienen rechts rum Richtung Ost. Achtung, ich habe hier russische LKWs an der rechten Fabrik. Da ist auch eine Tür offen. Keine Einsicht. Rücken weiter vor. 3, 4, 8 auf der Freifläche, 400 Meter.
kommt ein ganzer Trupp runter. Das klingt nah. Uiuiui, das klingt nah. Warte. Position fürs MG. Hier vor mir 30 Grad. Entweder im Waggon drin. Die nächste Wende beginnt gleich wieder. Ja, gib mal Deckung kurz, ich würde mal rüber zum nächsten Waggon springen. So, check. Los! Das klappt doch so nicht. Ich guck mal hier runter vielleicht. Scheiße, Feind aus Ost! Feind auf Ost läuft jetzt rechts zwischen den Waggons. Links von dir, links von dir, scheiße. Ja, da hab ich einen. Ein Wies, 300. Feind aus Ost drückt an. Ja, da würde ich mal sagen, wir liegen bleiben. Vereinzelte Kräfte jetzt Richtung Ost, rückt weiter Richtung Ost, zwischen den Zügen immer wieder für Kräfte. Langsam nach vorne. Oh mein Gott. Ich hab doch keinen hinter dir. Ja, so mit. Sind Bomben oder Raketenteile gekommen. Ah, Baker, hier Grimm-Paket gefunden. Die mal. Haben Melde, vier Waggons bestückt jeweils, ja, ballistische Sprengköpfe. Ich dachte, das ist keiner von uns. Hier, das war keiner von uns. Wow! Scheiße im Nahbereich! Geht so. Paula, komm zurück. Weit rechts von dir, Paula. Nix. In den Sprengstoff-LKWs hier auf den Zügen, da müsste Sprengmittel sein. Hier eins hat Sprengladung dabei, lege. Achtung, Feind zwischen den Waggons im Nordbereich. Ja, ich bin nicht. Halt schon wieder. Das gedacht. Nur noch nicht woher.
Wow! Links. Fuck, der kommt aus 30. Scheiße, ich muss laden. Abrücken. Hast du alles vermint? Ja. Das sieht auch gut aus. Seid ihr alle soweit fit? Eins grün, grün, grün. Ja. Könnt ihr laufen? Ja. Zumindest mal links hier in die Lagerhalle. Mit dem Paula da, der sieht nicht gut aus. Wo denn? Oh Scheiße, Paula hat's erwischt. Paula hat's erwischt. Paul an die Halle. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Ja, ich muss mich selber kurz versorgen. Alles rot. Munitionstechnisch oder gesundheitstechnisch? Gesundheit. Guck mal, hier ist so eine kleine ja, Hütte. Aber ich glaube, in dem Haus zu sammeln ist gerade echt eine gute Idee, ne? Paula. Die Jungs, die verwundet sind, sollen hier reinkommen, wenn es geht. Die, die verwundet sind, mal bitte in den Südbereich, hier ist so eine kleine Lagerhalle, da verbunden, verbinden mit uns. Warum kommst du her? Yep. Hallo. Ah, sehr gut. Oh Gott, die nächste Welle beginnt. Miros, Frage, Standort. Ach so, rechts bewegt sich irgendwas. Oh, oh, oh. Oh Gott, das ist... Holy hell. Eine Gegnerwaffe. Auf meiner Seite kommen wieder so viele Arschlöcher. Achtung, Granate raus! Eieieiei. Zweiter Weltkrieg ist hier nicht. Oh mein Gott, ey, komm her. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Kommst du auch noch aus der anderen Richtung, pass auf. Wie geht die Munition aus? Ich hab nur 12 Magazine. Ja, ich muss eine Waffe abschnappen von jemandem. Hier muss irgendwo ein Nest von denen sein. Verschwinden, die Leichen verschwinden einfach. Scheiße, mein Arm ist gebrochen. Achtung, pass auf. Weil es zu viele Leichen sind. Es wird alles besser. Weil es zu viele Leichen sind. Panik, ey. Da
Da gibt's hier einen LKW, da gibt's bestimmt noch Waffen drin. Gibt's auch Sprengstoff drin. Sag mal, Grimm, ist der Sprengstoff nicht scharf? Der Sprengstoff ist schon scharf, ich kann die hier abbauen. Noch besser. Oh, nein. Aber wohin? Alles gut, Miros, alles gut. Oh, mein Arm! Ich mach schon, Grimm, ich mach schon. Wo ist der? Der zwischen den Waggons irgendwo auf Nordost. Feuer, ich seh ihn. Komm schon, Paula. Okay, gut, hier unten ist erstmal frei Richtung. Ich kann den Kompass nicht mehr lesen. Ja, komm, pass auf, dann hauen wir in die große Lagerhalle ab, oder? Ja, wäre eine gute Idee. Nee, Hauptsache weg von hier. Ja, warte, muss den Kameraden noch tragen. Der LKW vor mir hat schon gar keine Räder mehr. Ja, er muss hier. Hab ihn. Komm ganz zu mir! Komm ganz! Komm locker am Boden, hinten raus. Nicht vorne. Ja, ich versuch's. Ich bin hinten draußen. Komm. Nein, ich hab ihn fallen lassen. Scheiße. Ich hab ihn fallen lassen. Du bist eine Paula. Der Paula lebt wieder. Ich bin wieder da. Wie geht's hin? Wir wollten eigentlich in die Halle. Ach, Grimm, jetzt fällst du noch eine Runde. Wo ist denn der Kamerad? Miros, bist du da? Miros? Scheiße, da stehen vier Stück vor der Tür. Hau ab. Raus! Status mehr als rot. In die Halle, hier rüber! Oh, ist die Tür, da komm mal rein! Oh, bin schon mit. Oh, hoch mit dem fetten Arsch! Beeil dich! Los! Ja, vor allem fall dich selber gleich hoch! Lauf! Kriegst du hin, los komm! Los geht's! Komm! Lauf! Ja, von der anderen Richtung, auch noch Beschuss! Weg hier, weiter hinter! Einfach irgendwo in die Senke! In die Kuhle! So, ich versuche jetzt mal kurz den Kollegen noch zu bergen. Da guck mal einen raus. Ja, uff. Aber du hast es mit der Filterstellung, ja? Du hast es mit der Filterstellung. Warum? Also hier können wir, glaube ich, ganz gut verteidigen. Ist sie mit einigermaßen schießfähig? Meinst du ja, denn? Ich lieg doch hier ganz normal. Ja. Du bist dich um Miros, oder? Ich kümmere mich gerade um mich selbst. Ja, mach das. Ich kümmere mich um Miros. Wo ist mir die Blut verloren? Na schön. Der Blut dabei, ganz viel. Was meinst du mit, du hast das mit der Filterstellung? Weil du jetzt gerade wieder so gelegen bist. Wir haben ein Foto von dir gemacht vorhin, wie du wieder in der Fötalstellung lagst. Das habe ich mitbekommen, aber Jetzt eben lag ich doch gar nicht um. Doch. Da lagst ich auf der verletzen. Seite. Lagst auf der Seite. Oh. Ich weiß nicht, vielleicht ob die on the fly berechnet werden oder ob die halt einem Spieler zugewiesen werden bei Missionsstart. Könnte sein. Was denn? Die Anim States bei, keine Ahnung, ne? Das ist, weiß man nicht. Könnte man bei GitHub mal nachgucken. Ich gebe übrigens auch gleich um, das ist wahrscheinlich gleich umkippen. Das ist in der Grimm. Haben wir los? Grimm ist verschwunden. Grimm ist heute, doch, liegt links von dir, rechts von dir. Ach, da liegt er. Ich hab gar nicht gesehen. Hä? Wo kommt die denn her? Von hinten! Scheiße, ist die Tür! Oh, Scheiße. Kommt da noch mit? Oh. Ich wusste nicht, dass da eine Tür ist. Scheiße. Wieder von vorne! Nein! Uns ist jetzt eng, sie haben die Büchse der Pandora aufgemacht, die Türen sind offen. Da kommt der nächste!
macht die Jungs heile. Boah, das könnte noch ewig dauern hier. Ich kann das, ich habe ganz viel Verbandsmaterial. Ja, jetzt bräuchte ich Verbandsmaterial, das ist bei uns beiden wahrscheinlich alle gerade. Ja, dann stell du dich doch mal... Ah, nein, da! Ah, ja, tauschen wir? Ja. Kannst versorg ich, dann versorg ich dich. Legen, ne? Ja, dann versorg ich dich, während du sicherst. Okay, legen wir mal auf. Hat jemand den Rückraum? Paula? Nee, Paula versorgt auch, okay. Ja, der, halt du die Tür, halt du die Tür. Die große Tür, die große Tür. Okay. Immer nur auf dem Kopf, immer nur auf dem Kopf. Ja, so gut kann ich tatsächlich nicht zielen. Was glaubst du, warum ich Unterdrückungsfeuer so liebe? Warte, 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 Blut läuft. Okay, ich kümmere mich mal kurz um die Kollegen Henker. Das ist ein Chaos hier. Und die Bomben sind scharf. Ja. Ja. Jederzeit hochgehen. Die finden den Hintereingang nicht. Grimlock. Da kann man also keine Bomben starten. Ja, alles gut. Wow. Die Hilfe brauchst, schrei kurz. Ah. Olle, wie geht's dir gesundheitlich? Ach, Licht. Gute Frage. Ja, sieht gut aus. Vitalik ist. Was geht? Merzen. Wir haben uns jetzt in die größere Lagerhalle zurückgezogen und warten auf die Wellen, die da kommen. So, ich gehe mal weiter Munition suchen. Ja, da vorne liegen sie in der Tür. Ah ja, schön. Grimlock, ich bin da nicht dran. HLW läuft schon. Nicht Schlappmache. Nicht Schlappmache. Ich schlapp mache. Schön da bleibe. Von hinten? Oder? Ja. Sorry. Da komm schon. Ich bräuchte dann noch ein bisschen Blut, aber das kann ja, ich Zeit weiß, machen. Weiß, kriegst du gleich. Ja, das. Immer noch kein Puls, mache wieder HLW. Wenn er dann ganz fit, der kann dann nachher da oben die Treppe hochgehen und. Miras, bleiben wir da. Geht's dir denn so? Ja. Oh, das ist super. Uah, Gott, eine Minute, ist dauert so lang. 30 Sekunden, so. Bleib mir sitzen. Wo ist denn, ja, wo ist denn der Paula? Der hinter mir. So. Paula ist da. Aber da passt bis auf die Tür auf. Ja, ist gut so, ja. Warten auf den Überfall. Grimm. Was ist mit Grimm? Ja, muss ich nur noch HLW machen. Bloß nicht den Arm dicht machen, das brauchst du nicht. Da komm schon. Aber langsam wieder Puls haben. Immer noch kein Puls, gibt's da gar nicht. EP, hast du den? Das Licht aus. Scheiße. Oh mein
herrlich. Alter, mein Brustkorb ist schon wieder total im Arsch. Da gehört er auch nicht hin. Oh Gott, ich höre ein Fahrzeug. Fahrzeuggeräusche. Ich mach erstmal dich wieder dicht. Kannst du weiter sichern. Haben wir vielleicht Möglichkeit auf Kass oder irgendwas? Ja. Oder wir können Granaten in die Luft werfen. Helikopter oder so? Ich könnte schon Cass rufen, ja. Muss ich aber kurz mal selber dicht machen, bevor ich umfalle. Du bist fein, ich hab dich geenthalt. Nee, ich blute noch. Ah, dann war das von gerade, okay. Ja, dann hast du mich gerade geenthalt, aber ich bin ja angeschossen worden von dem Typ, der links reinkam. Dann klingt das auch wieder schwer, was da kommt, oder? Ja, nix. Linksseitig irgendwo. V-Com kann auch Gebäude sprengen, ne? Ja, die kommen meistens eher nur in die Gebäude rein und jagen dich. Oh. Ja, das haben wir ja schon gesehen, so. 150 Leute. Ach echt? Irgendwann habe ich nicht mitbekommen. Es Apache. Click, Set, Feuer. So, was ist es mit dir, Grim? Wie wär's mit wach werden? Genug geschlafen. Hopp jetzt. Werd wach. Wach werden. Grimlock. Schlaf doch nicht. Und da vorne kommt gleich wieder was. Grim, du kriegst jetzt eine Epinephrin. Alter. Jetzt eine Epi. Und jetzt kommst du dann gefälligst auch langsam wieder zu dir. Ist er doch wieder, endlich wieder aufzuschlafen. Boah. Ein Kameraden hier. Ja, warte, ich kümmere mich gleich um dich. Kurz beim Kollegen hier dran. Dann müsst ihr auch gleich wieder aufwachen. Also, Fun Fact, bei den Sprengladungen kann nichts passieren. Hm? Meinst du, wir sind in den Gebäude sicher hier, wenn du sprengst? Das meinte ich nicht. Ich meinte nur, ich habe Zündvorrichtung, also die können nicht hochgehen. Außer ich mache Klick-Bumm. Also sie werden nass oder du fällst auf den Zünder. Ja, ich meine, ich habe nur die Zündvorrichtung. Du kannst mal ausprobieren. Mach mal. Im schlimmsten Fall kann ja nicht nur das Haus zusammenfallen, richtig? Ja, dann haben wir halt, haben wir eine Kuhle, in der wir uns verstecken können. Alles klar, Achtung, Sprengung. Oh. Ja. Yay. Und das Haus steht noch. Das läuft bestimmt hier drin. Das sind die LKWs. Alter, mir geht irgendwie so aus, ich bin beim letzten Magazin. Schon wieder? Ich bin mit dem Ding gestartet. Ich hab 15 Magazine oder 20 dabei. Kannst du gerne mal im Rucksack bedienen. Ich versuche gerade Endteilung bei dir zu machen. Ja. Dauert noch 50 bei dir. Käse ist angefordert, dann würde ich gleich ein Evac ordern und dann lassen wir das fliegen. Aber viel jetzt. Lass das gibt auch noch auf Video. Freifläche verlegen. Das sollten wir sowieso, ja. Wir lassen eine Freifläche suchen. Wahrscheinlich Richtung Ost raus und dann Richtung West raus. Richtung West war sicher. Ja. See Ost, oder? Nee, aber Richtung West kommen wir ja her. Richtung West kommen wir her. Da stand noch ein Wodnik auf der einen, auf den einen Waggon. Zwei Wodniks. Ja, zwei. Dann nehmen wir uns einen von denen und hauen die ab. Die müsst ihr erstmal da runterkriegen.
Ja, ist doch ganz einfach. Gas geben, einschlagen und ja. Ah, ja. Einsteigen, links einschlagen und Gas geben. Ich glaube aber nicht, dass die noch stehen jetzt. Ja, wer weiß. Oh, geil, mein Auer ist weg. Oder ist auch dicht. Ja, dann können wir es eigentlich probieren, oder? Du machst ja aber auch einen Krawallmaske hier. Kannst du den noch packen, wenn es nicht zu lang dauert? Was? Wahnsinn, ey. Kannst du ihn noch enteilen, wenn es nicht zu lang dauert? Ja, das krieg ich hin. Ja. Erinnerst du dich noch an das Massaker auf der letzten Insta-Woche? Ja, noch eine Minute, das geht schon. Ja, ich glaube, da war ich, ich weiß es gar nicht. Da warst du mit dabei, wo wir so einen Filter und so zurückziehen. Marc, wie sieht für den Munition aus? Die feinsten Wellen kommen sind. Achso, ach ja, stimmt. Okay. Genau, war ich mit dabei. Ah, hier gibt's doch, hier gibt's, gibt's hier nicht innen drinnen eine Treppe nach oben oder eine entsprechende Leiter? Nicht? Doch, hier drinnen gibt es eine Treppe nach oben. Die Munition ist noch äußerst grün. Ich habe den ganzen Rucksack. Ja, und zwar. Geht der Grimlock doch mal bitte mit dem Schlag nach oben. War doch irgendwo war doch hier eine Trittleiter nach oben. In der Mitte noch eine Säule. Ja, außerhalb wahrscheinlich. Nach außerhalb, ah. Außerhalb, ja. Das können wir aber schaffen, so ruhig wie es ist. Echt? Na, probier's mal mit dem Grimlock. Ja, alles klar, auf geht's. Aber war links raus, ne? Also Richtung Westen. Warte, ich dauert noch 20. Nein, dauert noch 20. Hol mal den Besen und kehr sie gleich zusammen. Mhm. Ah, ist das schick. Okay. Ist der Cash? Ah, ist der Cash, ja. Ja, die Waffe funktioniert deutlich besser. Es geht schon wieder los, ey. Ich höre, dass sie wollten raus. Danke. Ja, wir gucken mal hinten, oder? Ja, da kommt was! Wird schon wieder durchschlägt. Hier, guck mal, Treppe. Ach ne, da geht's nicht hoch, oder? Doch, hier, guck mal, komm mal hoch. Mir raus. Ach ne, das sind die Toiletten. Scheiße. Also wer aufs Klo muss, ich hab's Klo gefunden. Im Wasser ist Wortes. Also ich hab's Klo gefunden, wenn er das Klo braucht. Und danach können wir mal versuchen. Achtung! Rechts irgendwo, scheiße. Guck mal, da gehen Leitern hoch. Paula Miros, da gehen Leitern hoch. Also hier Treppen. Ja, wenn ihr wollt. Eigene von links. Also wir haben hier außen Treppen gefunden, da könnt ihr hoch. Oder geht da hoch, ja? Genau. Feinde irgendwo in der Nähe. Ich habe mir schon wieder Beine wehgetan. Ganz toll. Da ist er. Oh, fuck. Jetzt zieh's aber auch an, du. Eigener, der Patch. Ich weiß, das macht mir die Angst. Achso, dass er blind reinhält. Ja. Nein, der doch nicht. Oh Gott. Kommt doch bestimmt gleich rechts rum. Oh, das ist schon wieder Richtung West, kommt wahrscheinlich gleich was.
aber ich sehe nichts. Das ist ein Rauch im Weg. Aber hier ist einer hinter der Mauer auf Süd. Ihr wolltet Käse. Miros ist down. Scheiße, hier unten! Dicke Meldung! Hier unten an der Treppe, ich werde es abgeschossen, verdammt! Feinde ums Gebäude rum! Ganz viele im Nahbereich, ich kann nicht! Ganz viele war eurer Leiter, der Miros ist Richtung Nord ausgefallen, direkt am Gebäude. Das Arschloch hat eine Granate geworfen! Lebst du noch? Ja, ich habe jetzt gerade nochmal versucht, gerade um den Meeres zu holen. Das mit dem Dach, muss ich sagen, war eine scheiße Idee irgendwie. Ja, ich gehe jetzt wieder in die Lagerhalle. Obwohl sie da auch schon wieder drin waren. Blute gleich aus, ich werde gleich ohnmächtig, ich bin in der Lagerhalle, Miros ist auch down. So, hier Grimm, komm rein aus Ost. Komm rein vom West, okay. Da kommst du auch wieder unten in die Lagerhalle rein. Komm rein, von West. Oh, große Menge Blut verloren. Ja, ich kümmere mich erstmal um mich selber. Mach die Tür dir zu. Es hilft. Ach, Alter. Ich höre dich schon draußen. Oh, ja, Gott, ich weiß. Ist hier waren alle im Nahbereich. Ganz ach, die Tür, die ist die Tür. War so traumatisch. Durstig, dann geben wir dir noch was zu trinken. Aber mein Bild wird schon langsam farblos. Paula, kümmerst du dich um Baker und... Ja. Irgendeiner darf ihn dann gleich mal... Auf, dass hier keiner reinkommt. Irgendwann darf ihn dann gleich mal Blut geben. Ich gebe jetzt erstmal dem Kollegen Miros Blut.
versucht, sich zu verbinden, zu Revision zu hängen, oder? Doch, doch. Oh, okay. Wahrscheinlich mit dem Generus Modset, weil ich es falsch geschrieben habe. Ja, das ist... Ja, jetzt hat er genug Blut dran, ne? Schlag halt mal in Stellung, ich guck mal hinten, dass nicht, dass einer hinten reinkommt. Ja. Aha. Kümmere mich mal am Schlag, das sieht auch nicht gesund aus. Aber den Trick mit dem Ergeben muss ich mir merken. Alles klar, sollte nächstes Mal ergeben uns alle im Haus. Sollte nicht ergeben, dann müssen wir uns auf der Toilette verteidigen. Kein Trick, also die haben einfach nicht geschossen und ich konnte keine Waffe aufheben. Daher war es auch witzlos, irgendwas zu machen. Durch die Tür kam ich auch nicht raus, weil da zu viele Leute standen. Ja. Da habe ich mich irgendwann ergeben. Das ist unglaublich. Die muss erstmal kommen. Verkehrt. Ja, ja, und die muss erstmal kommen. Vorbeilaufen waren tatsächlich so viele Gegner. Dass die nicht mehr geschossen haben, die konnten das irgendwie gar nicht mehr berechnen, wo ich überhaupt war oder was. Weil zu viele aufeinander waren, ne? Ja. Also das war witzig, ja. Ich hör die sind an der, auf der Südseite sind die. Die kommen gerade aus allen Richtungen, wieder von den Bahnen, Gleisen und so weiter. Gerade sagen, überlegen sich gerade, wie sie reinkommen. Als Zeugen Jehovas hier. Da rennt schon wieder was. Guck, da flippt der Streller rum. Ui. Die Geisterstreller in der Tür. Muss ich ihm die Epi geben? Ah, oder so. So, da passt gleich mal. Achtung, von hinten, von hinten! Guten Morgen, Dankeschön. Ich bin dran bei dir, Tower 30. Ich bewege mich. Der Dude hat zwei Magazine gefressen. Ich stand direkt vor ihm und es hat ihn einfach nicht gejuckt. Also echt? Ja. Ins Gesicht, immer ins Gesicht. Ja, hab ich. Okay. Weiß nicht, irgendwie, vielleicht schießen wir mit Platzpatronen oder so. Oh, da kommt noch mehr. Warte. Mach die Tür auf. Helga, wie sollen wir hier wieder wegkommen? Also wir haben rechts von uns eine Freifläche, direkt am Haus. Ich rufe jetzt einen Cass und dann rufe ich einen Transport. Das hört sich nochmal nach einer Idee an. Requesting close air support at the designated location. Over. Das ist kein Plan, ne? Wieso? Ich glaube, die lynchten uns dann. Paula, kannst du mir mal irgendwie heile Gänschen geben? Oder zumindest mal ein bisschen Blut? Haben wir einen Laserpointer? Warum ist der Laserpointer an der Tür? Ja, das ist meiner. Das ist meiner. Also, bin dran. Augenblick. Schöne Halle. Robust. Ich sag, wir gehen dann zum Hinterausgang raus und dann Richtung Ost auf die Freifläche, da müsste die NH90 dann landen. Hinten raus und Richtung Ost, alles klar. Also Richtung Ost aus der Tür hinten raus und dann Richtung Ost auf die Freifläche, dann müsste die NH90 kommen. Also die ist ein bisschen zerlegt aus. Ja. Super. Nein, Kratzer. Er wagt sich vor an die Tür. Brauchst du schon eine neue Waffe, wa? Na, ich guck noch.
Ja, die habe ich schon gesehen. Ich lache jetzt, wenn zwei reinkommen und euch erschießen. Durch die Tür. Ja, ja. Ich mache jetzt die Tür auf und wetten, da steht keiner. Ich habe einen gefunden. Was könnte schief gehen? Do it! Oder hast du Angst? Boah, das ist auf dem Weg. 5,5. So. Boah, sieht wieder einigermaßen gut aus. Sehr schön, die Karte. Komm. Ja. Puls sieht gut aus. Gut, du bist noch eine Scheiße bei dir. Brauchst. Was? Bin immer noch nicht fertig. Nee. Da hat man Blut bekommen, oder? Da hat ein bisschen Blut gefehlt. Komm mal runter. Oh Gott. Und kommt hinten einer rein? Nope. Ja, kommt meistens dann rein, wenn du nicht hinguckst. Erstens das und zweitens gehen die Tür einfach durch. So. Plästerchen ist drauf, Hello Kitty. Oh, danke, danke. Von wegen brauchen wir die Tür nicht aufmachen. Hinter uns, hinter uns! Eigner, Eigner, Eigner. Oh, Schwein gehabt. Puh, zum Glück bin ich langsam reagieren. Heli. Die sind da, okay, also. Gut, bin ich durch? Jawohl. Dann auf nach hinten raus, hinten raus, hinten raus. Dann Richtung Ost. Links, 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 links. Voraus, Feind, voraus, Feind! Warum mich? Warum mich? Hinter uns! Boah, weg hier, die werfen Granaten. Ah, links!